Wir haben jetzt gerade geschafft, durch die vielen Nichtraucherschutzgesetze, dass Rauchen uncool geworden ist. Wir haben die rückgängigen Zahlen bei Jugendlichen und das könnte ein Einsteigerprodukt sein, wieder etwas zu inhalieren und vielleicht wieder auch aufs Rauchen umzusteigen. Noch dazu ist in diesen E-Shishas und E-Zigaretten Nikotin drin, was gerade im jugendlichen Alter in den Hirnreifungsprozess einsteigt, also richtig gefährlich ist. Wir beantragen, dass die Staatsregierung die Schulordnungen der einzelnen Schularten entsprechend anpasst und einfach die Verwendung dort verbietet. Das geht ganz einfach und ganz schnell. Und dann kann das dazu führen oder wird dazu führen, dass ab nächstem Schuljahr an bayerischen Schulen diese Produkte nicht mehr konsumiert werden dürfen. Tabakabhängigkeit ist eine Suchterkrankung. Jeder zweite Raucher stirbt an dieser Erkrankung und die Hälfte davon vor dem 70. Lebensjahr. 140.000 Menschen sterben in Deutschland jährlich an der Tabakabhängigkeit. Alle regelmäßigen schweren Raucher haben in ihrer Jugend angefangen, zwischen dem 12. und 17. Lebensjahr. Das heißt, die Prävention bei Zigaretten ist ganz klar. Wir müssen auf alle Fälle versuchen, dass Jugendliche vor dem 18. 20. Lebensjahr nicht damit in Berührung kommen. Und wir wissen aus amerikanischen und europäischen Daten, dass es zunimmt, dass mindestens 9-12% der Grundschulkinder schon wissen, dass es eine E-Zigarette gibt und 6% sie schon verwendet haben. Und wenn Sie die Fotos von den E-Shishas noch angucken, gibt es auch wirklich ganz bunte Hello Kitty-Farben und so weiter. Also das ist genau das, das wird die Zielgruppe sein. Wir brauchen unbedingt eine breite Aufklärungskampagne, denn vor dem Hintergrund dessen, was gesagt wurde, dass die großen Tabakkonzerne mit dem Produkt auf den Markt kommen wollen, braucht es nicht wahnsinnig viel Fantasie, sich vorzustellen, mit welcher Vehemenz sie das auch werbetechnisch machen. Und deswegen müssen wir da schon mal sozusagen präventiv gegensteuern. Rauchen ist wirklich jetzt uncool geworden. Sie sehen, Die Jugendlichen finden das nicht mehr so spannend, schauen Sie zu Hause nach. Wenn wir jetzt mit so einem Produkt wieder sagen, etwas zu inhalieren, wo Dampf rauskommt, ist was Cooles, das schmeckt nach Bonbon, das schmeckt nach dann ist der Schritt zur konventionellen Zigarette wieder sehr gering. Das heißt, ich glaube, das ist in der Beziehung, selbst wenn es nicht so schnell abhängig macht, ein Einsteigeprodukt ist.